Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil des Horrorhotels. Im ersten Teil haben wir eingecheckt und haben erstmal diese Zustände des Hotels gecheckt, was da überhaupt abging, von Kakerlaken über die Toiletten und über die Leute, die da einfach drin waren. Und es war auf jeden Fall da schon sehr schockierend. Und jetzt versuchen wir auf jeden Fall dort eine Nacht zu übernachten. Viel Spaß. Das ist der Türknauf und ich weiß nicht, wir sagen jetzt einfach mal, dass das Honig ist, okay? Ey, gut, dass ich diese Nägel habe, weil damit kann ich das einfach so alles nicht berühren. Also guck mal, ne? Für mich ist schlimm und so. Ne? Für mich ist es super schlimm. Für mich ist es wirklich sehr schlimm. Aber noch schlimmer finde ich es für dich, weil ich habe dich einfach hergebracht. Und es tut mir gerade so leid, ne? Alles stimmt, Mann. Ich bin dabei auf jeden Fall. Wir ziehen das zusammen durch. Aber ich glaube nicht, dass ich hier ein Auge zukriegen werde, ne? Ich werde hier auf jeden Fall nicht schlafen. Ich chill hier angelehnt an dieser Tür, ne? Wie dieser Typ unten, der uns gesagt hat, dass hier das Hotel ist. Ich komme gar nicht klar. Sorry, Alter. Ja. Scheiße, Digga. Ich schwöre keine Worte. Also okay, ne, es ist ein Zimmer, man hat ein Dach, aber der größte Witz daran ist, dass das Ganze insgesamt jetzt 95 Euro gekostet hat. Ey, das ist geistesgestört. Ey, ich werde den ganzen... Ey, ich schwör's dir, ne? Lass das Licht an. Ich bleib auf jeden Fall hier so angelehnt, ne? Und um 7 Uhr sind aber auch nur noch 7 Stunden. Ne? Es sind nur noch 7 Stunden, die wir wach bleiben müssen. Ich will ein bisschen Skippo. Lass ihn mal bitte anmachen. Den Fernseher? Das ist ein Monitor, glaube ich, noch. Ist das hier eine Dings? Station, Alter, die Armen da, hast du die gesehen? Ich glaube, die sind ein bisschen dingsabhängig irgendwie. Ja, ne? Wirklich. Das ist auf jeden Fall krass. Das ist, glaube ich, so ein Mix zwischen, ich weiß nicht, das ist ja auch kein Entzugsding hier, sondern die Leute sind hier halt, glaube ich, eher untergebracht. Es ist auf jeden Fall... crazy. Es ist ein bisschen gruselig so. Weißt du, einfach sonst... Ja, wenn man es nicht kennt, einfach... Ja. Ne? Aber ich will eigentlich, gar nicht so eigentlich sagen, geht fit. Wir haben gerade eine eigene Klo-Rolle bekommen, damit wir die nicht mit anderen teilen müssen. Okay, ich werde hier nicht aufs Klo gehen. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall aufs Klo. Ich quatsch kurz mit den Leuten, die da draußen sind. Bisschen auf Chillaui, wo wir unsere Nachbarn sind. Der eine Typ, er steht die ganze Zeit so in der Ecke. Nein, die sind aber voll freundlich, ehrlich. Okay. Krass, ne? Bevor ich hier in New York meinen Urlaub verbringe, würde ich nicht nach New York kommen. Weißt du, was ich meine? Jetzt mal ehrlich, für 95 Euro kriegst du aber auch, vernünftige Zimmer ein bisschen außerhalb. Ja, außerhalb, stimmt. Das ist halt das Ding. Was läuft denn hier, Alter? Bounce TV. Hey, chill dich, wir können uns hier einen chilligen Fernseher anmachen. Ey, ich bin kurz auf Klo, ja? Ehrlich? Ja. Wie denn? Was wie denn hier? Ey, lass den Schlüssel nicht außen stecken. Boah, es tut mir so leid, was ich... Was ich gerade antue. Erste Nacht New York. Erstes Mal im Leben New York. Und dann das. Okay, ich will jetzt wirklich nicht übertreiben. Ich habe aber wirklich Gänsehaut. Hier sind sehr viele Details, die so ein bisschen komisch sind. Ich muss so doll aufs Klo. Fuck. Ich kann das nicht. Dieser Klorand war so eklig. Ich schwöre auf alles. Ich habe Gänsehaut. Fuck. Okay. Aber wisst ihr, was die Motivation ist? Wir werden auch das Pendant zu dem hier drehen. Und zwar werden wir auch eine Nacht in dem teuersten Hotel schlafen. Und das direkt morgen. Das wird so eine kleine Wiedergutmachung, glaube ich, auch für Abi. Das ist das Einzige, an was ich heute, glaube ich, denke. Ja, das ist das Einzige. Ganz ehrlich. Ach komm, wird schon fit gehen. Wir schlafen jetzt hier. Also eigentlich will ich auch am liebsten direkt schlafen, weil ich will das gar nicht hier sehen. Ich will einfach schlafen, aufwachen und dann raus. Hm? Heul ich gerade so sehr rum. Ich schwöre, Leute, diese Kakerlake hat mich fertig gemacht, ne? Ich bin's. Okay. Code word. Geht fit? Das ist normale Toilette. Krass. Ich dachte gerade, hier liegt eine Made. Aber ich glaube, das sind nur Rahmennudeln. So ein Stück abgebrochen. Okay, alles gut. Besser Rahmen als Maden. Ich könnte hier auf jeden Fall schlafen. Mach mal kurz das Licht aus. Weißt du, so sieht man ja gar nichts mehr. Ja, was ist, so sieht man nichts mehr. Was ist das denn? Oben. Wir sind im Schrank. Du siehst einfach den Flur. Oh mein Gott. Wandschrank, ey, das ist so Ablacher. Kennst du die Futurama-Folge? Ja, die hast du mir gezeigt. Ey, ich schwöre, ich habe durchgängig Gänsehaut, ne? Ey, ich schwöre, der hat die ganze Zeit sein Klingelton an. Hörst du die ganze Zeit? Er bekommt 30.000 Nachrichten die ganze Zeit. Denkst du, du wirst hier ein Auge zukriegen, jetzt mal ehrlich. Auch wenn du willst, könntest du, also. Wegen der Kakerlake nicht. Mir kribbelt's im Ohr. Ich habe Angst, dass irgendwas an mein Ohr reinläuft. Ach, Mami. Ablacher. Ja gut, ne? Bist experimentierfreudig halt. Wir mussten halt auch mal sparen. Ich werde, es ist nicht mal Platz, um meinen Koffer zu öffnen. Also ich werde hier keinen Koffer öffnen. Okay, na, ich habe mir einen Plan gemacht. Hier sind halt, ich schwöre auf alles, da sind Popel an der Wand. Kennt man das, wenn man Popel an der Wand spielt, wie das aussieht, oder? Man weiß das doch. Guck mal bitte, dieser, das ist auch ein Popel. Ich schwöre, das ist ein Popel. Ich schwöre auf alles, das ist ein Popel. Könnt ihr mir sagen, dass das kein Popel ist? Seid mal ehrlich.
Und diese Flecken hier, weiß ich nicht. Ist das Kaffee? Wir sagen, es ist Kaffee. Also, ich weiß nicht. Wir werden uns dieses Zentimeterstück hier auf jeden Fall teilen. Also, ich schlafe im Stehen. Ich lehne mich an die Tür ran, damit ich merke, wenn jemand hier rein will. Ich schlafe im Stehen. Guck mal, ne? Ich werde das hier auch nicht ausziehen. Ich werde mich nicht umziehen, weil ich werde hier nicht duschen. Das Badezimmer, das ist wirklich, ne? Jetzt mal ehrlich. Wenn ich jetzt nicht hier wäre, du wärst eine Frau, du würdest alleine reisen, kommst in so ein Hotel. Ich sag dir ehrlich. Würdest du hier bleiben? Ich sag dir das jetzt wirklich ehrlich, wie es wäre, wenn ich es wirklich. Also, ich hätte es niemals gebucht, so, weil. Weißt du, was ich meine? Ich bin sehr vorsichtig so. Und als wir reingekommen sind und uns dieser Typ entgegenkam und ich gemerkt habe, der war ein bisschen so unter Drugs und das hier ist nicht so normal, da wäre ich schon gegangen. Einfach, weil ich zu vorsichtig bin und so ein bisschen Schiss habe einfach so. Auch als Frau alleine einfach. Ist schon hart, ja. Also, das hätte ich auf gar keinen Fall gemacht. Er war aber freundlich, muss man auch sagen, so, aber es kann man halt nicht einschätzen, so, ne? Eben, man kann es nicht einschätzen und deswegen würde ich das nicht machen. Ich würde mich halt nicht in eine Gefahr begeben. Ich habe auch viel zu viele Medical Detective Sachen geguckt. Und wir sind in Amerika. Also, jetzt war for real. Ich weiß nicht mal, wie ich Zähne putzen soll. Ich muss so, meine Blase ist voll. Vielleicht gehen wir gleich nochmal raus. Holen uns was zu essen. Und Wasser und putzen einfach draußen Zähne. Okay. Let the adventure begin, ne? Komm. Freunde, der einzige Zufluchtsort, auf den man sich immer verlassen kann, ist McDonald's. Speziell wie zu Hause. Das ist ein ganz verrücktes Erlebnis hier. Man kommt nicht hinterher, um das Ganze zu verarbeiten. Ich bin komplett nass, wirklich. Also das ist wirklich krass. Deswegen, eine Nacht ohne Hotel wäre noch viel schlimmer. Ich bin froh, dass es gleich warm ist, wo wir sind. Was geht hier eigentlich ab? Ich hoffe nur, dass es hier ein Klo gibt, weil wenn nicht, bin ich am Arsch. Man kann sich auf jeden Fall nicht mehr hinsetzen. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal cleaner aus, sag ich ehrlich. Ja, die wäre eigentlich auch eine Option, ne? Ich glaube, das ist alles nicht. Ich weiß, ich sag nichts mehr. Was ist das, Digga? Keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Ganz ehrlich, wir machen jetzt das Beste draus. Morgen wird dafür, weißt du, ich freue mich auf morgen. Morgen wird der beste Tag unseres Lebens. Ich sag's ja. Das sieht cozy aus auf jeden Fall. Meine ganze Hose ist nass. Ich will aber auch keine andere anziehen, weil ich fühle mich so eklig. Yes, ich will mich hier nicht ausziehen, weißt du? Dieses Ding, das ist in der Verpackung. Wie viel Mühe kann man sich nicht geben? Ey, ohne Spaß, ne? Das ist hier wie ein Knast. Wir haben einen Plan. Erstmal, ich will ein bisschen was von Macis geholt. Wir werden jetzt hier chillen erstmal. Guck mal, wir versuchen zu schlafen. Gucken. Ich werde auf jeden Fall nicht schlafen, ich sag dir ehrlich. Ich muss schlafen, weil sonst kacke ich ab. Kannst du sicherlich gar nicht schlafen? Also ich will erstens nicht schlafen und zweitens, denkst du, du kannst schlafen? Ich weiß nicht, ob man das über das Video überhaupt hört, aber du hörst alles von drumherum. Kann sein, du pennst hier in dem Schrank. Wir können erst ab, keine Ahnung, 15 Uhr in das andere einchecken. Keine Ahnung, Digga, wir haben uns auf jeden Fall nicht richtig Gedanken gemacht, glaube ich, aber ab nachher, egal. Ich ziehe auf jeden Fall meine Jacke nicht aus, gar nichts, Digga, und die ehrlich Sachen nicht? Und nee, niemals, Digga. Ich lasse das auch an. Ich weiß nicht, das ist wie so eine Schutzhülle gerade alles. Ja, ich fühle das. Ich gehe hier auch, also ich trinke jetzt auch nichts mehr. Let's go! Jetzt mal im Ernst, ne, nachdem du das hier alles gesehen hast, ne, diesen Raum, alles drum und dran, Hand aufs Herz. Würdest du hier übernachten? Schreib mal bitte in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall alles durchlesen. Let's start the cozy pyjama night. Ich werde auch nicht die Decke, glaube ich, benutzen. Ich sag ehrlich. In Paris gibt es Bettwanzen. Habe ich gehört. Was gibt's hier? Ich brauche auch gar keine Decke. Ich brauche keine. Mir reicht das hier. Ich warte jetzt so lange, bis das trocknet und dann geht's. Was ist da? Ich warte nur, bis ich die erste Kakerlake hier entdeckt habe. Alter, ich sag dir ehrlich. Sollen wir mal auf der Stars gucken? Ja, das lenkt uns ab. Das ist eine richtig geile Idee. Ich will jetzt auch noch mal ein paar Hardfacts nennen, ne? Und zwar die Gästebewertungen für Bowery Grand Hotel. Es hat eine 3,6. Wir können ja mal ein bisschen was zusammen durchlesen. Zimmer sah aus wie eine Knastzelle. Schimmel in der Dusche. Ich sag doch Knast. Zimmer sehr klein und nicht klar von anderen Zimmern getrennt. Wenn Mensch im Nebenzimmer Licht anschaltet, wurde es auch in meinem Zimmer hell. Das sag ich doch. Guck mal, da oben ist einfach ein Schlitz. Nico aus Deutschland. Mein Kollege und ich mussten uns jeden Abend sinnlos betrinken, um dieses Hotel auszuhalten. Dass Kakerlaken, Kleintiere und so weiter in unserem Zimmer waren. Die Betten waren voller Flecken. In der Lobby waren Obdachlose. Überall hat es gestunken. Das war alles eine Zumutung. Das braucht man doch nicht wirklich, um zu denken, dass man hier chillig so schlafen kann. Ey, ganz ehrlich, 3,6. Man könnte auch meinen, so, ja, okay, 90 Euro, 90 Euro die Nacht, ne, sind jetzt auch nicht wenig Geld. Ja, man könnte schon wenigstens, wenn es auf Booking angeboten wird, manche vertrauen dem auch, ne, und sagen, ey, es kann auch was
passables sein. Alex aus Deutschland? Nicht nochmal. Im Prinzip ist es eine Lagerhalle mit Zellen in der Länge eines Betts. Kein Tisch, nichts. Koffer kann nur unter dem Bett gelagert werden. Es liefen Käfer oder Schaben durch den Raum und im Badezimmer. Das Zimmer hat eine offene Decke. Dadurch hört man, was die Nachbarn alles so treiben und die Türen knallen. Das Badezimmer lässt sich nur nutzen, wenn man genügend Desinfektionsmittel mitbringt. Das Ding ist, ich habe wirklich schon gedacht, ne, wir kommen damit heute nicht weit. Das haben wir jetzt schon aufgebaut. Tobias aus Deutschland, diese Bewertung wurde nicht angezeigt, weil sie nicht unseren Richtlinien entspricht. Ich glaube, der hat richtig ausgeholt und richtig beleidigt. Medien aus Deutschland, überall Käfer. Ob im Bett, Flur oder im Bad, gegen Schimmel wird auch nichts unternommen. Bin nach 2 Tagen dort krank geworden und habe das Hotel frühzeitig verlassen. Julio aus Deutschland? Es wurde so dargestellt, als würde man ein Zimmer alleine haben, auch wenn es wirklich klein ist. Das stimmt allerdings nur teilweise. Das Zimmer besteht allerdings aus 4 dünnen Wänden ohne Fenster und oben gibt es nur ein Gitter darauf. Das sah aus ein bisschen wie im Gefängnis und ich konnte sogar das Atmen von anderen Leuten hören. Der Flur stank einfach und ganz zu schweigen von den Kakerlaken, die im Zimmer waren. Ey, ich schwöre, das habe ich mir nicht durchgelesen. Das wusste ich nicht, ne? Drecksloch. Alter, und dann hat der hier Bilder. Oh mein Gott. Der Duschvorhang. Leute, also, ich habe mir das nicht so genau durchgelesen, ehrlich gesagt, ne? Was wäre so deine Bewertung jetzt nach dem ersten Eindruck? Weißt du was? Die verfasse ich noch. Wobei, der erste Eindruck ist eigentlich schon weg. Wir sind jetzt schon mittendrin. Ich habe mich schon irgendwie daran gewöhnt. Also, ich finde es immer noch eklig. Irgendwie, mir ist aufgefallen, ich atme nicht so richtig tief ein. Hast du das auch? Oh mein Gott! Dass du so oberflächlich atmest, so nicht so bis zum Anschlag, nur so... Ist das Nötigste? Jetzt, wo er auch geschrieben hat, dass er nach 2 Tagen krank ist. Ich habe Angst. Wir machen uns jetzt Bett fertig. Ich habe da ja so eine richtig geile Zahnbürste bekommen. Das probiere ich jetzt auch auf jeden Fall aus. Und so eine Zahnpasta. Die sieht aus wie Ketchup von McDonald's. Passt ja. Ist das geöffnet hier, das Klo? Digga, das ist man seit... Hört da. Ich wollte gerade sagen, man hört da. Der guckt doch bei TikTok oder YouTube. Ey, das ist so verrückt. Digga, was für ein Low Smoking, ja, das wäre das Geringste, was man hier in diesem Raum antun könnte noch. Denkst du, ich kann das Wasser in meinen Mund nehmen? Alter, da, wir haben auf jeden Fall Wasser, nimm das Wasser, was wir gekauft haben. Ich sag ehrlich, ich würde das auch nicht machen. Ich nehme auch meine Kontaktlinsen nicht raus. Siehst du das? Gänsehaut, Digga. Es ist so schön hier. Gänsehaut dann. Ich hab an mein Schienbein Gänsehaut. Oh, ich fühle mich so unwohl in diesem Ding. Ich kann da nicht drinstehen, ich schwöre, ich kann da nicht drinstehen. Ey, guck mal, das wird gar nicht so übermittelt, glaube ich, über Kamera und so, ne? Aber es stinkt, ich kotze gleich. Ich schwöre, jetzt sind irgendwelche Geräusche. Was war das, Alter? Keine Ahnung, Digga, ich glaube, jemand kommt gleich durchs Fenster. Guck dir mal die Decke an. Siehst du diesen Schimmel an der Decke? Dieses Tier da oben? Welches Tier? Ja. Welches Tier? Ey, ich will hier wirklich nicht so einatmen mit diesem Schimmel und so. Mit den Sirenen auf jeden Fall, das passt zu diesem Hotel. Haben wir irgendwie eine Schale oder so, wo man einfach Zähne putzen kann mit? Komm, wir machen das anders. Okay, weißt du was? Da hinten ist ein Mülleimer. Ich muss auch Zähne putzen, weil ich schwöre, diese Süß-Sauersoße schlägt noch auf jeden Fall zwischen meinen Zähnen. Warum lachst du? Ey, wenn du den Ventilator anmachst, da fliegt doch einfach nur Staub dagegen. Guck dir das mal an. Ich schwöre, ich muss das so machen. Das geht nicht anders. Scheiße, jetzt habe ich den Mülleimer auch noch auf die Decken beschädigt. Jetzt geht's gar nicht mehr. Ich finde es aber krass, dass sie so einen krassen Service hier mit Zahnbürsten und Zahnpasta anbieten. Das hier wird auf jeden Fall heute mein Quadratmeter hier. Ich kann mich nicht richtig ausruhen, wenn ich mich in dieses Bett lege. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Hast du die Zahnbürste da gerade reingeschmissen? Ich würde dieses geile Wasser nicht dafür verschwenden. Ich würde dieses Arbi-Wasser nehmen. Ja, Mann. Du hast da so einen Faden. Beigeschmack, nein. Du hast so einen Faden mit Dings. Da und da. Also davor brauchst du dich jetzt nicht ekeln, das ist dein eigenes Verschön. Weißt du noch, als wir zelten waren? Was war das für ein Luxus? Jetzt reicht's auch erstmal. Wenn wir im anderen Hotel sind, dann putze ich da alles wieder Zähne. Und da gehe ich auch duschen und so. Das passt alles. Ich bin bereit für die Nacht. Ich versuche jetzt wirklich zu schlafen, weil sonst wird morgen auch ein richtig so schlimmer Tag, weißt du? Weil dann bin ich dann... Nee. So. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt wird. Also, ich versuche jetzt auf jeden Fall zu schlafen. Wenigstens bis in 4 Stunden, 5 Stunden irgendwas. Und dann können wir gehen. Ich wünsche es bitte viel Glück. Wir sehen uns hoffentlich morgen früh irgendwann. Und hoffentlich können wir ein bisschen schlafen. Aber ja. Bitte, guck mal. Oh! Was war denn da? Guck mal! Siehst du nicht dieses 3 Meter lang, lange, schwarze... Echt? Also, guck mal, ne? Sorry, ne, ich verstehe das, aber ich bin gerade einfach froh, dass es keine Kakerlake war. Du hast das recht. Du hast recht, Alter. Immer das Positive sehen. Okay.
Ich mach das Licht nicht aus, ne? Warum nicht? Ich werde hier mich irgendwo hinstellen. Mach dir das Handtuch oder so über dein Gesicht zum Schlafen. Nein, du. Ich mach das so. Ich chill jetzt einfach hier. Ich lehne mich an dieses. An unseren Koffer. Kannst du so umsitzen, bis du schlafen? Ja, ich bin so angelehnt am Koffer, das soll schon, sollte gehen. Okay, also Freunde. Let's try it. Gute Nacht, hoffentlich bis morgen. Es ist 2.51 Uhr. Wir machen gar kein Auge zu. Ich dachte, ich könnte ein bisschen schlafen. Das geht gar nicht. Es ist die ganze Zeit wirklich so laut. Man hört wirklich alles. Hier ist wirklich eben irgendwas lang gelaufen. Wir müssen wirklich ehrlich sein. Wir gehen jetzt hier raus und gucken jetzt nach irgendeinem anderen Hotel, weil ich dachte wirklich, wir schaffen das und wir sind hart genug. Aber ich habe immer noch durchgehend Gänsehaut. Sorry. Abbruch. Storno. Na, Marsch, Digga. Ja, okay. Let's go. Ich sag jetzt schön, ich will mein Geld zurück. Wirklich? Wollen wir wirklich sagen? Hä, wollen wir wirklich probieren? Sagen so, ey, es schimmelt überall. Wollen wir das probieren? Sag ihm jetzt, we can't stay in this hole. What is this? Er holt seine Flinte unter seinen Tresen raus. Ich kann das nicht. Ich fühle mich so eklig. Lass bitte gehen. Ey, wir sind da jetzt runter mit Ach und Krach, haben wir diesen Koffer da so richtig runtergeschmissen. Wir haben denen das nochmal gesagt, dass wir da wirklich nicht schlafen können, auch wegen dem Schimmel und so. Und ich fühle mich voll schlecht, weil ich mir so denke, ey, wir haben so voll aufgegeben und wir haben das nicht geschafft. Aber ich weiß nicht, es war wirklich irgendwie, es war wirklich kacke. Heul dich rum. Hätte ich süchten sollen. Wir haben es wirklich probiert so. Ja, wie willst du da drin schlafen? Ich habe wirklich Kopfschmerzen da bekommen. Kein Fenster, keine frische Luft, richtig komischer Geruch. Es ist laut, eklig. Boah, Alter. Ich so, yes. Ey, wir haben gesagt, wie so, ey, wir können da auf jeden Fall nicht bleiben so. Er so, yes, we're in Economy Hotel. Ich so, was? Bruder, was für Economy, Bruder? Hier in der Nähe sind auf jeden Fall viele Hotels. Wir klappern die jetzt ab und versuchen irgendwo einzuchecken. Ich schwöre, ist mir jetzt wirklich auch egal, ne? Ich bezahle auch meinetwegen jetzt 100 Euro nochmal. Nee, 100 Euro wird nichts. 200 Euro, ist mir egal, wir gehen da jetzt rein. Ja, Freunde, Alter, das war das schlechteste Hotel auf jeden Fall, glaube ich, was man sich in New York hätte buchen können. Ich finde, das sollte auf Booking.com verboten werden. Ich glaube, ich schreibe da mal eine E-Mail hin und dann kann ich euch auf jeden Fall weiter Updates geben, was da noch so passiert, weil das kann man doch niemandem zumuten. Das war auf jeden Fall richtig krass. Aber um diesen ganzen Ekel jetzt wegzubekommen für ein und allemal, geht auf jeden Fall auf den Hauptkanal, denn da ist das Pandora dazu online gekommen. Und zwar haben wir eine Nacht in einem 1.000-Euro-Zimmer übernachtet, ja? 1.000 Euro für eine Nacht, Leute, das sind 2 Monate bei mir zu Hause wohnen. Aber ja, Mann, checkt es auf jeden Fall aus. Der Link zu dem Video ist auf jeden Fall der erste in der Infobox. Deswegen viel Spaß, haut rein, wir sehen uns